Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der dritten Session zu dem Thema Skalenniveaus auf Teste dich. Wir haben heute noch fünf Fragen, die beziehen sich aber diesmal nicht auf die Skalenniveaus von bestimmten Variablen, sondern auf mögliche Transformationen. Und die erste Frage ist, welche Transformation ist auf dem Nominalskalenniveau nicht zulässig? So, dann schauen wir mal. Also eine Transformation, die Einheit und Nullpunkt verändert, das wäre möglich. Vielleicht stellen wir uns einfach ein Beispiel vor. Wir hatten in diesem Quiz die Variable Haarfarbe. Wenn wir die Werte vergeben 0, 1, 2, 3, können wir natürlich die Einheit und den Nullpunkt verändern. Also wir könnten diese 0, 1, 2, 3 zum Beispiel plus 5 rechnen und mal 10. Das wäre vollkommen erlaubt, weil die Unterschiedlichkeit in diesen Zahlen bleibt erhalten. Und das ist das, worum es im Nominalskalenniveau auch geht. Es geht nur um die Unterschiedlichkeit. Also, das wäre erlaubt. Dann hätten wir eine Transformation, oder machen wir das erstmal, eine Transformation, die die Gleichheit und Ungleichheit berücksichtigt. Das hatte ich ja gerade gesagt, das wäre erlaubt. Also, ich könnte zum Beispiel aus der 0 eine minus 3 machen, aus der 1 eine 7, und so weiter und so fort. Solange die Zahlen unterschiedlich bleiben, wird diese Gleichheit und Ungleichheit berücksichtigt. Also das wäre total in Ordnung. Und als letzte, das muss dann das Falsche sein, das ist eine Transformation, die einer Variablen einen zufälligen Wert zuordnet. Das klingt jetzt erstmal merkwürdig, weil wenn ich zufällig Werte zuordne, dann habe ich ja auch Ungleichheit. Aber es kann natürlich passieren, dass ich bei der zufälligen Zuweisung von Werten eben zufällig zweimal den gleichen Wert zuweise. Ja, also ich habe die verschiedenen Haarfarben, sagen wir mal blond und grün. Und wenn ich jetzt zufällig Werte zuweise, kann es eben passieren, dass ich zweimal die 5 zuweise. Und dann wäre blond und grün die gleiche Haarfarbe. Das ist natürlich nicht erlaubt, deswegen ist das hier die richtige Antwort. Okay, dann schauen wir weiter. Welche Transformation ist auf Ordinalskalenniveau nicht zulässig? Die Veränderung der Einheit und des Nullpunktes ist erlaubt. Das ist genau das gleiche Beispiel wie vorher. Was natürlich nicht erlaubt ist, ist die Veränderung der Rangfolge. Also die Ordinalskala ist ja als Rangfolge definiert. Wenn ich dort was verändere, dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Sportwettkampf und dort vergeben wir die Plätze 1, 2, 3. Wenn ich jetzt aus der 1, 2, 3 eine andere Rangfolge mache, also dass sozusagen der Drittplatzierte den ersten Platz bekommt, das geht natürlich nicht. Ich denke, das leuchtet ein. Dann haben wir, auf welcher Skala ist die folgende Aussage nicht bedeutsam? Also hier geht es nicht mehr um eine Transformation, sondern um eine Aussage. Mensa-Essen schmeckt nicht so gut wie selbstgekocht. Und das geht natürlich so eine Aussage ab Ordinalskalenniveau oder höher. Ja, also Intervallverhältnis absolut wäre auch möglich. Es geht hier nicht um die Frage, ob man so eine Aussage prinzipiell machen kann. Wir wissen jetzt nicht, auf welchem Skalenniveau man Geschmack erfasst. Darum geht es hier jetzt nicht, sondern es geht einfach nur um die Frage, wenn das theoretisch möglich wäre, welche Aussagen wären dann sinnvoll und welche nicht. Und auf dem Nominalskalenniveau kann ich natürlich nicht so eine Aussage machen, dass etwas besser ist als etwas anderes. Da kann ich nur sagen, es schmeckt anders. Erst ab Ordinal und dann natürlich auch höher wäre diese Aussage hier sinnvoll. Dann haben wir, ab welchem Skalenniveau ist die folgende Aussage bedeutsam? Also wieder die Bedeutsamkeit. Der Döner bei Betty ist zweimal so groß wie der im Anatolien-Grill. Okay, das ist natürlich eine Verhältnisaussage. Also ab Verhältnisskala kann ich diese Aussage sinnvoll machen. Davor geht es nicht. Und man kann sich jetzt natürlich hier fragen, kann man überhaupt die Größe eines Döners so gut erfassen? Wenn man sich vorstellt, vielleicht das Gewicht, das wäre sehr leicht zu messen, sehr intuitiv, aber hier geht es gar nicht um die Frage, auf welchem Skalenniveau messen wir, sondern ab welchem Skalenniveau sind bestimmte Aussagen überhaupt möglich. Okay, und die letzte Frage, ab welchem Skalenniveau hat die folgende Aussage, Bedeutsamkeit, zwei Studenten sind mehr als ein Student, und das ist natürlich dann die Ordinalskala, nominal würde nicht gehen, also da könnte ich nur sagen, sind unterschiedliche Zahlen, aber sie haben keine weitere Bedeutung. Hier haben sie natürlich eine Bedeutung. Ab Ordinalskala kann ich sagen, 2 ist mehr als 1. Und wir schauen natürlich, ob wir alles richtig gemacht haben. Ich klicke auf die Auswertung und wir haben 5 aus 5 korrekt. Das bedeutet, diese 5 Fragen, die wir heute beantwortet haben, waren alle richtig. Und insgesamt hatten wir hier 25 Fragen. Ihr könnt euch gerne auch die anderen Teile nochmal anschauen. Es gab nur eine einzige Diskrepanz zwischen meinen Antworten und den richtig hinterlegten Antworten hier. Und zwar war das bei der IQ-Skala. Ja,
habe ich gesagt, ich würde Ordinalskala wählen und hier ist hinterlegt Intervallskala. Das hatte ich im letzten Video schon diskutiert. Das bedeutet auch, dass wenn ihr euch hier nicht sicher seid oder ihr vielleicht eine andere Meinung habt als dieser Test hier, müsstet ihr trotzdem 24 aus 25 Punkten schaffen. Und ich würde jedem empfehlen, wenn ihr auf eine Klausur lernt oder wenn ihr einfach euer Methodenwissen auffrischen wollt, dann solltet ihr hier auf jeden Fall die volle Punktzahl oder eben diese 24 aus 25 erreichen. Es gibt noch ein anderes Video, was ich gemacht habe zu Skalenniveaus. Das blende ich euch hier gleich ein. Und das waren 10 Fragen. Und insgesamt habt ihr somit 35 Fragen, sehr viel Übungsmöglichkeiten. Und wenn ihr das alles richtig beantwortet, dann werdet ihr in der Zukunft keine Probleme haben, das richtige Skalenniveau für eure Variablen rauszusuchen, was dann natürlich auch dazu führt, dass ihr die richtigen Tests kennt. Also je nachdem, welches Skalenniveau ihr habt, könnt ihr natürlich nur bestimmte statistische Tests anwenden. Und ihr seid natürlich auch, wenn ihr das alles durcharbeitet, sehr gut gewappnet für eine mögliche Frage in einer Klausur zu Skalenniveaus. Das sollte nach diesen Quizzes gar kein Problem sein. Okay, ich hoffe, ihr habt was gelernt. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesen Transformationen oder zu Skalenniveaus allgemein, könnt ihr die gerne unter das Video posten. In der Zukunft werde ich dann noch ein Video machen zu Skalenniveaus. Da werden wir uns anschauen, wo die eigentlich herkommen. Also wenn dich das interessiert, dann schalt doch mal wieder ein. Bis dahin, tschüss.